nix. Boah, Mann! Ich war doch hier im Dunkeln. Grim, ich hacke jetzt ihren Router. Warte mal, ich werde jetzt mal das Ding direkt hier nehmen und mal in den Dunkeln. Und nicht wieder runterwerfen. Am besten hier im Dunkeln. Ich werde es mal hier hinten in die Ecke reinschmeißen. Hier ist ziemlich. Es läuft gut. Eins erledigt. Noch zwei. So, mal hier direkt. Folgst du mir? Ja. Vorsicht, Hund, ne? Sagen direkt drauf ballern, hat sonst keinen Sinn. Also wir machen das nicht mit Absicht und Hund jetzt gerade abballern, ne? Das ist wir müssen. Ah, da ist er. Ziel. Das klang nicht gut. Da ist ein Hund im Apartment. Da war einer. War eigentlich zu laut. Ja. In deiner Datei steht, dass er einen mehrmaligen Hundeshow-Gewinner besitzt. Reinrassig. Aktualisier die Datei. So, diesmal gehe ich nicht oben lang. Ich folge einfach mal dem Pro-Gamer hier. Ich höre jemanden. Da ist einer im Raum. Ich kriege ihn von hinten. Wir gehen jetzt am besten einfach da durch die Tür. Hey. Was war hier das? Hier ist ein Gegner noch gewesen, wie gesagt, der war mit dem Rücken zu dir gewesen. Oh. Hat doch gesagt, das ist ein Gegner, der mich geohnt. Ah, weil er mir nie zuhört. Er hört mir nie zu, Leute. Da waren wir drinne. Ah, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Nee, hier. Ach wirklich, hätte ich doch sagen können, dass wir da wieder am Anfang sind. Weil ich halt so ein Pro-Gamer bin, das weiß ich halt. Ja, anscheinend geht's wirklich nur da oben lang. Aber was haben wir hier? Von hier kam der Gegner. Hier geht's rein. Oh, shit, ja. Das sind so Laserschranken. Das wird sofort Alarm auslösen. Da dürfen wir jetzt keinen Fehler machen. Ich bin für EMP-Granate. Ja, ist nicht zu laut. Kann man es nicht abballern oder so? Der EMP zerstört alle elektronischen Geräte in der Umgebung, denke ich. Ja, aber es wird ziemlich laut, wenn es explodiert. Ich weiß nicht, ob man es auch einfach abballern könnte. Lass es versuchen, aber. Dann versuchen wir mit dem EMP. Ah, ne, das war was anderes. EMP ist, um Gegner zu schocken. Ah, Mann, wie kann man das nochmal abschalten? Geräuscheermittler. Hm. Soll ich mal draufballern? Versuch's mal, ne? Das bringt nix. Ja, bringt nix. Das bringt aber! Ah! Was soll das sein? Da muss doch das Ding. Ich will nicht, dass es wieder angeht. Ja, Junge, das hat. Ich guck mal unter die Tür durch. Und siehst du was? Das ist bestimmt auch neu für dich. Man kann mit der Kamera unter Türen durchgucken. Na, das ist mir jetzt neu, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das machen soll. Indem dass du unten auf die Kante der Tür guckst. Oh je, hier haben wir einige. Ist das Laserpointer oder ist das alarmgesicherte Scheiße? Alarm. Also hier können wir locker drunter. Beim anderen müssen wir auch. Einige Pforte. Schnell drunter. Ich will immer nicht im Weg stehen, ich gehe mal ein bisschen weiter seitlich. Boah, Alter! Boah, jetzt hab ich mich erschrocken! Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Grim, verwandte das Handy unseres Gastgebers. Weil man eigentlich mit den grünen Punkten noch besser sichtbar bist in der Dunkelheit, aber gut, das ist jetzt. Naja. Eigentlich total sinnlos, ja. Datenknoten angezapft, jetzt nur noch einer. Der ist oben drauf, ganz oben, Alter. Wir müssen nach oben, ja. Guck wieder hier unter die Tür. Lass mich mal machen. Ja. So, ich muss da ganz hingehen. Nach unten und dann unten auf die Kante und dann erscheint da runter gucken. Ich mach die ganze Zeit runter gucken, aber er macht's irgendwie nicht. Jetzt macht das. Ah, so sieht das Ganze aus.
Schön. Heranzoomen, herauszoomen, Aufmerksamkeit erregen. Mit B gehe ich wahrscheinlich wieder raus, ne? Okay, cool. Dann öffnen wir mal die Box hier. Hübsches Bad. Aber hier wollen wir nicht hin, glaube ich. Guck mal, Pantoffeln. Sind da Gesichter drauf? Nein, doch nicht. Okay. Hier geht's wohl nicht weiter. Ich wäre jetzt für eine Dusche. Was ist das für eine mega geile Dusche hier, ey? Okay, gehen wir raus. Oder wollen wir uns noch ein bisschen austoben? Dann kennst du wohl auch noch nicht. Let's have fun. Du als Splinterfell-Neuling kennst dann wohl auch noch nicht das Mark and Execute Feature, oder? Nee, aber warte mal kurz. Sie haben ja Schalter benutzen. Soll ich mal drücken? Das ist ein Lichtschalter. Das ist auch der eine der Grundregeln. Immer wenn du eine Möglichkeit findest, Licht abzuschalten, nutze sie. Ich muss ja alles mal zeigen hier in diesem LP. So. Wir müssen wahrscheinlich diese Treppe hier hoch, oder? Ja, müssen wir. Ah, hier ist auch. Ja, hier geht's weiter. Ah, hier bin ich lang gelaufen. Dann bin ich hier durch dieses Glas raus. Und ja. Da ist nämlich ein Gegner. Okay. Oh, er hat mich was gesehen. Ich voll im Visier, Alter, mit dem Lichtschrank-Ding. Hey, you've got a patrol outside too. Oh. Das Licht ist gefährlich, weil das dreht sich. Oh! Ein drehendes Licht, es ist tödlich. Oh, er hat mich schon kurz gesehen. Wo steht denn der Gegner? Ich sehe ihn nicht. Das ist mein größtes Problem. Steht der oben beim Licht? Das ist ein Sniper. Okay. I hate big short stuff like this. Ich versuch's mit meinem Helikopter. Viel Glück. Sniper One Report. Drohne ist aktiv. Pass auf, oder rote Lichtpunkte, die scheinen jetzt alle bei dir von dir weg. Du kannst jetzt durch. Alle gucken jetzt gerade woanders hin. Da ist noch ein Gegner, da ist noch ein Gegner. Warte, ich kümmere mich um ihn, wenn er nah genug dran ist. Ich gebe Bescheid, sobald. Außerhalb der Reichweite. Ich verpasse ihm einen Haftschocker jetzt, diesen Sniper. Mach das. Sniper down. Hier ein Gegner noch. Der ist gefährlich nah. Ziel neutralisiert. Das war extrem gefährlich. Ja, der hat nicht war nicht nah genug dran. Da ist noch ein Gegner, da ist noch ein Gegner. Ich muss mal gucken. Ich verpasse ihm nochmal einen Haftschocker hier. Ich muss gucken, ob ich die Leiche loswerde hier. Oh Gott, hier sind noch zwei Gegner. Gegner down. Zum Glück hat meine Drohne noch einen Haftjocker. Ich dachte, die wäre jetzt leer. Dann hätte ich ein Problem. Egal, habe ich jetzt bitte schon die Leiche dahin geworfen. Ich versuche den letzten Gegner. Muss nachladen. Soweit ich das sehen kann, sind alle Gegner down. Ja, es ist nur noch das komische Drehding da oben. Lass mich nochmal kontrollieren. Ich hab nur noch einen Haftschocker. Okay. Umweg brauchen wir nicht gehen, wir müssen den direkten Weg gehen. Ein Umweg funktioniert hier überhaupt nicht. Sollten alle Gegner down sein. Kamera! Vorsicht, Kamera! Kamera! Kann ich die Arme kaputt? Das hätte jetzt nochmal unser Ende sein können. Nee, lass es am besten einfach. Ich glaube, ich kann. Du kannst hier umgehen, die Kamera. Der hat hier den ganz kleinen Mini-Kreis und den darfst du nicht berühren. Dann ist alles in Ordnung. Gibt aber auch um viel einfacher den Weg hier auf der Rückseite des Hauses, dann schauen wir uns die Kamera. Bleib einfach da unten. Ich bin am Hacken. Okay. Funksleitung an.
Datenströme wurden erfolgreich angezapft. Als nächstes musst du da raus. Leise oder laut? Bleib leise und begib dich zur Exfiltration zum Dock. Wo ist denn dieses Scheiß? Verstanden, schon in Bewegung. Kann das nicht kaputt machen? Nein, das ist hinter Gitter. Ich glaube, das geht nicht. Ich teste aber trotzdem. Nee. Hier, zur Abholung. Normalerweise müssten wir jetzt... Kommen wir denn jetzt da runter? Warte mal, ich habe eine Idee. Einfach springen, oder? Ah, hier ist ein Seil. Aber... Tja. Lass mich jetzt einfach mal fallen. Ich bin unten. Jo. Fällt's ja nicht tief. Dann schauen wir mal. Das war jetzt relativ simpel. Ich wüsste nicht, wenn die Leiter abhauen müsste. Sobald du bereit bist, hauen wir ab, Sam. Wir sind am Abholpunkt, Grim. Stimme von Vin Diesel. Verstanden. Könnt abhauen. Wir sehen uns an Bord. Alright. Gemeinsame Operation. Erfolgreich. So, das waren jetzt schon wieder 23 Minuten. Eieiei. Das heißt, zwei Folgen sind das und damit belassen wir die erste Folge. Machen jedes Mal halt, ja, machen jedes Mal ein, ein Dingens halt, ne? Punkte gibt's dafür auch. Machen jedes Mal eine Mission halt komplett und dann laden wir das Videos hoch, würde ich sagen. Wird zwar ein bisschen länger dauern, bis wir dann die Koop-Kampagne durchgespielt haben, aber ich glaube, es ist so für mich am einfachsten jetzt auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und der MP bedankt sich bestimmt auch. Ja. Und schaut auf jeden Fall unseren Blog nochmal vorbei, da haben wir auch ein kleines Special zur Gamescom nochmal hochgeladen. Tschüss und ciao. Tschö. Sieht aus, als sei die Überweisung da.